was machst du da, du Wichser? Also was mir bei Mafia 2 wirklich so ein bisschen fehlt, ist so außer Land, also über Landstraßen und sowas bügeln, was bei Mafia 1 halt mit drin war. Das war echt geil. Warte mal, wie kommen wir denn jetzt hier von dem Hof runter? Achso. Fahr los, so wie wir gekommen sind, und dann auf dem Haupthighway nach Westen. Nicht durch die Stadt durch. So. So, ich weiß auch gar nicht. Delta Radio. Was haben wir denn jetzt hier sonst noch für Radiosender? Radio aus. Empire Central. Empire Classic. Delta Radio. Hören wir mal Delta Radio. So. Ich weiß auch gar nicht, ob das jetzt hier, ob das ein bisschen gefleckt wird bei YouTube mit der Musik. Da müssen wir aber mal gucken. Mann! Ihr seid auch hier Lappen. Los, fahr hier rechts. Du fährst auf einer Linksabbiegerspur und biegst dann rechts ab. Meine Güte. Wie oft hat Snowcat euch das schon versucht beizubringen? Ah, wie ist es wieder hier zu sein? Kalt? Gut. Besser wär's, wenn ich ein bisschen Kohle hätte. Hey, nichts überstürzt. Geld allein macht auch nicht glücklich. Red keinen so einen Scheiß. Ja, hilft aber. Ich wollte dich nur verarschen. Keine Panik wegen dem Geld. Der kleine Job hier ist bloß der Anfang. Bald schon schwimmst du in Kohle. Sag mal, ist Sand Island immer noch das gleiche Drecksloch wie damals, als ich weg bin? Nein, nein, die Gegend ist jetzt gar nicht mal so schlecht. Ohne Scheiß? Wie zum Teufel ist das passiert? Die Schwarzen sind alle zum Überwintern im Süden. Ja, das ist immer noch dieselbe Drecksloch. Oh Mann, Alter. Das sind nur ein paar Jahre weg. Das braucht viel länger, bis aus diesem Viertel mal was wird. Die vermehren sich hier wie die Karnickel. Was soll man machen? Es ist sogar noch schlimmer als damals, als wir jünger waren. Die haben jetzt sogar eine Gang. Wie heißen die gleich nochmal? Beamers, die Boomers, irgend sowas. Ist auch scheißegal. Oh, verdammt, ist er toll. Worüber machst du dir Sorgen? Diese Tiere können nur Drogen verticken und sich gegenseitig umbringen. Lass dich von denen nicht nerven. Und wenn sie es doch tun, dann hast du ja eine Knarre von mir. Oh. Sag mal, was ist eine Knarre? Wieso das denn? Ohne kannst du heutzutage keine Geschäfte machen. Vor allem in dieser beschissenen Welt. Du flößt deine mir wirklich jede Menge Vertrauen ein. So, dann wollen wir auch gucken, ob wir die Knarre hier wirklich brauchen. Ich befürchte ja, weil das ja hier alles sehr stereotypisch aufgebaut ist. Oh, er hat es mal rechtzeitig gesagt. Wow. Also im Auto ist es immer noch besser, wenn man sich mit dem Stick umguckt, weil das teilweise nicht so... Also jetzt geht's auf einmal wieder und dann manchmal, wenn er gerade wieder zurück in die Mitte gegangen ist, da ist das alles ein bisschen, naja, aber es geht. Ich hab ganz vergessen, wie schick's hier ist. Weißt du was? Irgendwann kaufe ich mir hier was. Noch kein Tag zurück und schon ist ihm sein altes Viertel nicht mehr gut. Hey, nur die Ruhe, man wird ja noch träumen dürfen. Ja. Die Gegend hier kann ich mir in 100 Jahren nicht leisten. Sicher? Lust auf Shampoos, aber die Kohle reicht nur für Bier. Aber Kopf hoch, das werden wir schnell ändern. Ja, so, dann wollen wir da mal. Meine Güte, warum schleichen die denn hier alle so? Das ist ja unglaublich. Ja, ich weiß, ich habe einen getunten, super geilen Sportwagen hier, aber seriously. Seriously. Damals durfte eine Frau noch gar nicht fahren, oder? Warum fahren die denn hier alle so langsam, oder ist das ein Mann mit Hut? Ich glaube, das ist ein Mann mit Hut, ne? Oder? Das ist unglaublich. Mann mit Hut im Auto, das darf eigentlich nicht erlaubt sein. So. Gut. Da nimmt uns einer schon wieder die Vorfahrt. Das ist mir jetzt aber ein bisschen zu doof hier. Oh, da hat einer was hingeworfen. Vorne sind schon wieder die Bullen. Oh, und da müssen wir auch hin. Müssen wir aufpassen hier, dass wir nicht erwischt werden. Der cremefarbene Schlitten da drüben, das ist er. Mach schnell und dann nicht sie weg. Wenn es sein muss, schlag ein Fenster ein. Wir treffen uns dann bei Mike. Und wenn es Probleme gibt? Dann löst du sie eben. Sie ist einfach als Test. Wenn du ihn nicht bestehst, in der Fabrik brauchen sie immer Leute. Klar, war nur eine Frage. Viel Glück, Alter. Vermassel's nicht. Okay, dann wollen wir doch mal schauen. So, da ist so ein roter Punkt. Also ich glaube... Was steht da oben? So, Stiel der Creme. Ah ja, okay. So, ich glaube, wir haben hier ein Problem, weil die hier natürlich auf der Straße stehen, ne? So, da ist schon mal einer und ich kann jetzt ja nicht einfach... Oh, ich muss hier rüberklettern, oder? Muss ich hier rüberklettern? Oder kann ich auch woanders lang?
Könnte man woanders hier rein? Da hinten vielleicht? Na, ich glaube, ich muss hier lang. Ach, naja. Hey, was machst du hier, du Arschgesicht? Na, komm schon. Na los, na los. Komm schon. Ah, nochmal schön rein. Boom. Alles klar. So. Da läuft einer weg. So, ist hier noch irgendwo einer? Warte. Hey! Hey, was machst du da, du Wichs? So, ich denke, ich werde jetzt einfach mal mich verpissen. Oh, das ist vielleicht keine gute Idee. Oh, scheiße, Alter. Oh, scheiße, ich wurde erwischt. Oh, scheiße. Ah. So. Verfolgen die mich? Ich hätte ihn natürlich auch alle erschießen können, aber... na, das wollte ich jetzt nicht. Ich wollte jetzt... Wollte mir eben Kugeln sparen für wirklich wichtige Missionen. Nein, man kann das ja auch als Pazifist durchspielen, ne? Oder? Ja, ich glaube nicht. Ich glaube, das funktioniert nicht. Pazifist in der Mafia. So, warte mal, schauen. Da vorne ist ein Bulle. Aber der sieht uns, glaube ich, nicht. Den können wir aber ein bisschen schneller fahren hier. Na, okay, gut, Leute. So, ja, jetzt hat der Wagen so ein paar Einschusslöcher. Oh Mann, Alter, die Bremsen sind auch nicht so gut. Aber wir haben es, glaube ich, geschafft. Und wenn uns jetzt hier keiner verfolgt, dann würde ich sagen, war das ein sehr erfolgreicher Überfall. Wir haben nur den einen bisschen kaputt gehauen, aber ansonsten ne, haben wir keinen getötet. Ich finde das gut. Gewalt sollte nur zu den äußersten Mitteln gehören, wenn gar nichts anderes mehr geht. Ich freue mich ja schon auf Mafia 3. Ich hoffe, dass das auch mit Warpex spielbar ist. Sofern... Ich weiß gar nicht, ob Mafia 3 schon DirectX 12 Unterstützung hat, weil Warpex macht ja nur bis 11. Deswegen kann ich aber leider Hitman so nicht spielen. Obwohl, ich habe es noch nicht ausprobiert. Vielleicht könnte ich bei Hitman DirectX 11 einstellen. Da müsste ich nochmal nachschauen. Das wäre natürlich auch cool. Das wäre auch ziemlich, ziemlich cool. Und... Ah, mir fällt gerade ein, ich wollte ja Forza eigentlich nochmal ausprobieren, aber das setzt ja, glaube ich, auch DirectX 12 voraus. Das ist ja auch doof. Alter, da war ein Bulle. So. Aber das Auto wird ja nicht gesucht. Fahren wir hier mal ganz langsam. Speedlimit 20. Jetzt müsste ich hier so langsam schleichen? Fick dich. Das mache ich nicht. So. Ja, ja, ja. So. Alles klar. Wir sind da. Er putzt ihn erstmal die Jacke. Schön. Und mit der anderen Hand macht das wieder dreckig. Hey, Auftrag ausgeführt. Wie lief's? War ein Klacks. Wenn man davon absieht, dass der Wagen ein paar Bimbos gehört hat, die mich umlegen wollten, als du weg warst. Ah, die Bombers wahrscheinlich. Hunter Street ist ihr Gebiet. Wegen der Vögel brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Die hängen nur rum, klauen, reden Scheiße und rauchen Dope. Na, dann wollen wir mal sehen. Hübsch, keine Flecken, sauber. Woher hat so einer Geld für so eine Kutsche? Wahrscheinlich geklaut. Trotzdem hübsch. Wie viel wollte ich gleich nochmal dafür zahlen? 450? 600. Dein Kumpel gefällt mir, Joe. Hier sind eure 400 Mäuse. Kommt mal wieder vorbei, okay? Vielleicht ergibt sich ja wieder was. Alles klar, Mike. Wir sehen uns, Mike. Ich schau bald wieder vorbei. Okay, Jungs. Bis die Tage. Juhu. Hier sind 300 für dich. 100 gehen an mich als Provision. Das nächste Mal kassierst du allein. Klasse. Danke, Joe. Ja, wunderbar, Alter. 300 Tacken. Okay, fahren wir nach Hause. Na? Ich bin fertig. So haben wir's. So, fahren wir noch nach Hause? Ich glaube, wir fahren noch nach Hause, ne? So. Dude.
Uhu, noch ein bisschen driften hier. Okay, gut. Dann nicht. Oder? Uhuhu. Naja. Geht so. So lala. Nein! Nein! Oh Mann. Oh Mann, ich wollte nur kurz. Ja, so sieht das aus, wenn man nicht driften kann. Ach, ist das schlimm. Ist das schlimm. So, oh, hier vorne gibt es Waffen zu kaufen. Das habe ich noch gar nicht gesehen. So, und trotzdem, die Handbremse wieder. Oh, scheiße, Alter. Du solltest den Highway nehmen, Vito. Ja, ne, kannst du mich bitte Don Vito nennen? Kannst dich schon mal dran gewöhnen. Für die Zukunft. Na also, hast den Job sauber über die Bühne gebracht. Nicht übel. Mhm. Ja, ich war beinahe abgeknallt. Ja, richtig. Ich habe den Krieg nicht überlebt, um in Sand Island zu sterben. Hey, das ist eben Berufsrisiko, Alter. Sonst musst du die Branche wechseln. Außerdem, was anderes kannst du doch sowieso nicht. Ja, da hast du wahrscheinlich recht. Mach dir keine Sorgen, wird schon alles. So, das war ein kurzer Besuch am Highway. Also, wir sind aber was ist jetzt mit fast zu Hause. Es lohnt sich, den guten alten Mike zu kennen. Der Grießkram hat immer was am Laufen. Hauptsächlich handelt er mit gestohlenen Autos. Er hat mal eine Zeit gesessen. Ich habe gehört, dass er damals Tankstellen überfallen hat. Lässt du ihn die Reinigung für dein Jackett bezahlen? Nee, das lasse ich ihm durchgehen. Ich mache mit dem Kerl eine Menge Geschäft. Außerdem dreht er schnell durch. Als wir mal auf der Rennbahn waren, hat ihm so ein scheiß Ire Bier über seine Glückskrawatte gekippt. Mike hat ihn vermöbelt, bis der auf einem Auge blind war. Wegen einer 10-Dollar-Wette. So ein Mistkerl. Man muss wissen, wie man mit diesen Typen umgeht. Und Mike ist ein Schmusekätzchen verglichen mit ein paar Jungs, die ich nach deiner Abfahrt kennengelernt habe. Wirst schon sehen. Ah ja, wirst schon sehen. So, jetzt nur kurz warten, dass hier keiner kommt und dann... Oh, einmal schön über den Bordstein prügeln. So, können wir jetzt hier in eine Garage fahren? Ey, kann man hier irgendwo sicher parken? Ich will die Karre nicht so rumstehen lassen. Ja? Du parkst deinen Wagen neben meinem, in der Garage. Lass ihn nur nicht draußen stehen, sonst wird er gestohlen. Ja, diese Gegend ist nicht mehr das, was sie mal war. So, also, war ich ja fast richtig. Nehmen wir einfach die Garage links daneben. So, okay, alles klar. So, was müssen wir jetzt hier machen? Parken ist da, alles klar. So, dann haben wir das auch. Und weil es sicherlich gleich irgendwo wieder weitergeht mit was anderem, verabschiede ich mich jetzt erstmal hier für diese Aufnahmesession und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht in Mafia, in VR, 3D mit der HTC Vive und Vorpex und wir sehen uns einfach beim nächsten Mal. Ciao!